Hallöchen zusammen und ja, willkommen zum spontanen Kritzeln. Das ist jetzt das neue Bild der spontanen Kritzeln-Serie. Die es noch nicht kennen, hier wird einfach irgendwas mit Kugelschreiber aufs Blatt gekrickelt und dann wird daraus ein Bild. Und wie das geht, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und vergesst den Community-Bereich nicht, der müsste hier oben drin sein. Da könnt ihr verschiedenste Sachen hier auf diesem Kanal sehen und lesen und gucken. Einfach, dass ihr ein bisschen mehr informiert seid, wann und was hier passiert und wann etwas kommt. So viel zum Thema. Und jetzt geht's weiter. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Video. Und hier ist ein leerer Tisch, deswegen nehmen wir uns jetzt hier ein Blatt. Ich habe hier nur ein Blatt hinter, damit das nicht durchdrückt. Deswegen fangen wir jetzt hier einfach mal an. Ich nehme mir diesen altbewährten Kugelschreiber. Die, die es schon mal gesehen haben, wissen sicherlich, worum es geht. Ich habe hier noch die Vorzeichnung vom Tannenbaumzeichnen. Hier oben ist das Video eingeblendet. Ich muss eben kurz gucken, dass der Kugelschreiber funktioniert. Der funktioniert. Also gehe ich jetzt hier mal drauf und zeichne. Ich hole euch mal eben ran. So, ich gehe jetzt hier mal drauf und zeichne einfach irgendwas. So, das ist das. Okay, ich glaube, ich habe auch was gefunden. Wenn ich mir das jetzt hier mal so angucke. Also ich wollte eigentlich ein Querformat irgendwie machen, aber gut. Wie gesagt, wir wissen nicht, was hier vorher rauskommt. Das ist für mich natürlich auch immer sehr schön, weil nicht viel Vorplanung notwendig ist. Ich brauche nichts recherchieren. Ich brauche keine Sachen irgendwie vorher abstecken oder irgendwas machen und gucken. Und ich mache einfach drauf los und gucke, was rauskommt. Ich muss halt nur einen Einfall haben im richtigen Moment. Und den habe ich sogar. Und zwar, ja gut, ihr wisst jetzt eh mehr als ich zu dem Zeitpunkt. Wie immer, weil ihr das schon auf dem Bild gesehen habt. Auf dem Thumbnail. Ich sehe jetzt hier gerade, also hier ist bestimmt noch mehr versteckt, ich sehe hier jetzt gerade eine Nase. Das hier ist eine sehr coole Mundlinie mit so einem runtergezogenen Mundwinkel. Das erinnert mich so ein bisschen an Coraline, den Film. Der Papa, der hat auch so ein, in einer Szene so einen runtergezogenen Mundwinkel. Sehr geil. Hier ist das Kinn. Das geht hier hoch. Das, hier wird das verdeckt von einem Mantel, irgendwie Mantelansatz, der hier rumgeht. Dann mal gucken, ob jetzt hier das Ohr ist oder was hier oben noch für ein Gedöns dann gleich sich rausarbeitet. Lässt. Das ist ja auch mal die Frage. Manche Sachen, die muss man halt dazu arbeiten. Andere Linien kann man übernehmen, so wie zum Beispiel hier die Nase und den Mund. Das mache ich auch gleich. So, ich habe es mal eben fixiert. Das ist für euch dann immer ein bisschen besser, weil sich das Blatt nicht bewegt. Fangen wir hier mal an. Das könnten übrigens Augenbrauen sein, sehe ich gerade. Das ist ganz cool. Hier sind die Schultern, hier ist der Kragenansatz, hier kann man auch so ein wunderschönes Knöpfchen reinmachen. Das passt sogar auch zum Film Coraline, weil da geht es ja auch um Knöpfe, aber ich will nicht zu viel verraten. Ein sehr cooler Film, der mit sehr, 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 sehr viel Mühe und Handarbeit gemacht wurde. Den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ist ein, ja, ist als Kinderfilm deklariert. Aber hat ja einige ziemlich gruselige Elemente drin. Ich kann euch das Ding einfach mal hier unten verlinken. Dann wisst ihr da Bescheid. Das heißt, ihr könnt euch das da angucken. Ja, wird halt als Kinderfilm deklariert, ist aber halt schon mit einigen gruseligen Elementen bestückt, die mich definitiv in dem Alter etwas verstört hätten. Ja, ob es jetzt deswegen gerechtfertigt ist, dass man unter dem Video bei den Amazon-Bewertungen dann irgendwelche dummen Kommentare schreibt von wegen, nee, dem Film gebe ich jetzt einen Stern, weil die Altersfreigabe nicht ganz passt. Meine Kinder sind total verstört. Ja gut, das macht man auch als Elternteil. Man gibt den Kindern Kinderfilme, die man vorher nicht selbst mal irgendwie gesehen hat. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel meckern. Auf jeden Fall sind da eigentlich einige sehr, sehr, sehr dämliche Kommentare, so Ein-Sterne-Bewertungen, die den Film halt überhaupt nicht bewerten, sondern lediglich auf die Altersfreigabe sich beziehen. Das ist ein bisschen traurig, weil das, was die im Film gemacht haben, ist wirklich sehr, sehr cool. Also das haben, die haben da so viel Mühe reingesteckt und das sollte man dann halt auch mal sehen. Das ist so wie jemand, der zeichnet, der steckt dann ja auch viel Mühe da rein und wenn dann jemand kommt und sagt, oh ja, du hast auf dem falschen Papier gezeichnet und ja, deswegen gebe ich dir jetzt nur einen Stern. Weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt hier gerade mal gucken, wie ich das Auge anordne. Ich glaube, das, ja, das geht hier so hoch. Ja, hier hinten ist die Jacke mit dem Kapuzenansatz. Mit dem Ohr müssen wir gerade mal gucken. Ich habe das jetzt noch nicht ganz gefunden. Erinnert mich gerade so ein bisschen an, keine Ahnung, Quasimodo oder so, also schon so ein bisschen entstellt. So, und jetzt müsste ich mal schauen, was ich aus dem hier oben noch mache. Das sieht ja jetzt hier sehr wild aus. Wir malen ihm jetzt einfach einen komischen Hut. Und hier oben sitzt jetzt einfach noch ein Vogel drin. Völlig normal. Das heißt, das sind jetzt die neuen Hüte, die neue Generation sozusagen.
Okay, ich denke, das wäre jetzt vom Skizzieren her erstmal alles. Also der hat jetzt wirklich ein ganz, der Hut, also damit kommt es wirklich knüppeldick. Da ist alles dran. Ja, ich würde mal sagen, arbeiten wir das hier mal aus und machen hier noch so eine kleine Falte hin. Ich glaube, das ist ganz gut. Der sieht irgendwie aus wie so ein Schwerverbrecher. Also dem möchte ich auf jeden Fall nicht im Dunkeln begegnen. Erst recht nicht mit diesem Hut. Das heißt, wegradieren brauchen wir nichts. Wir müssen jetzt erstmal eine Gesichtsfarbe erzeugen. Das machen wir natürlich hier mit so einem schönen rosa Farbton. So, wir haben jetzt das Gesicht ein wenig gemacht. Hier gehen wir jetzt nochmal in die Tiefen rein, um das hier so ein bisschen rauszuholen. Meine Güte, ey, das wird ja ein richtig finsterer Geselle hier. Das Gesicht wäre jetzt erstmal soweit. Jetzt gehen wir hier mal direkt an diese Jacke dran. Das erinnert mich die ganze Zeit an so ein Regencape. Irgendwie an so ein, ja, eine Regenjacke. Also sowas, was man halt oben so an der Nord- oder Ostsee trägt. Irgendwo auf dem Meer. Da gibt es ja diese typischen gelben Mäntel, die jetzt mittlerweile ja wieder sehr in sind. Aber halt auch solche blauen Mäntel. Und so ein schöner taubenblauer Mantel. Ich weiß nicht, ob das hier taubenblau ist, aber es geht zumindest in die Richtung. So, und jetzt noch diesen lustigen Hut hier oben. So, der Hut hat jetzt hier so eine braune Farbe bekommen und die Hutschnur machen wir mal so grün. So, Dalle, hier haben wir jetzt einfach mal eine Graugans draus gemacht, die dann immer noch recht weiß erscheint. So, ich denke, damit hätten wir in dem Fall alles geschafft. Ist auf jeden Fall im Ganzen gruseliger geworden als gedacht, irgendwie, oder so dümmlich, ich weiß nicht. Also, macht irgendwie einen komischen Eindruck, aber ist doch mal wieder was völlig Unerwartetes. Ja, so etwas kann entstehen, wenn man einfach spontan etwas zeichnet, beziehungsweise kritzelt. Gut, dann würde ich sagen, ja, das nächste Video wird wieder etwas komplexer und in diesem Fall, belassen wir es einfach so. Und ich wünsche euch einen, guten Tag und eine schöne Zeit. Macht es gut. Tschüss.